Guten Abend und willkommen bei Pro und Contra, heute aus dem neuen Studio von RAI Südtirol. Über eine Umfrage ist in den vergangenen Tagen gestritten worden. Die Umfrage kommt vom Landesbeirat der Eltern. Und laut dieser Umfrage möchten 3/4 der Eltern, dass die italienische Sprache eine stärkere Berücksichtigung findet in der deutschen Schule in Südtirol. Der Südtiroler Schützenbund hat dagegen protestiert und er spricht von einem herbeigefragten Ergebnis. Und das sind die Hintergründe. An der Online-Umfrage konnten sich in den Monaten Februar und März die Eltern von rund 60.000 Kindern und Jugendlichen der deutschen Kindergärten und Schulen in Südtirol beteiligen. Knapp 13.000 Personen haben ihre Wünsche auch geäußert. Vor gut einer Woche hat der Landesbeirat der Eltern das Ergebnis präsentiert. Demnach möchten 77% der Teilnehmer eine stärkere Berücksichtigung der italienischen Sprache in der deutschen Schule. Der Südtiroler Schützenbund hat mehrere Aspekte der Umfrage kritisiert. Den Umgang mit den Zugangscodes, die Antwortmöglichkeiten, so wie sie vorgegeben wurden, und auch die Zusammenfassung und Vorstellung der Ergebnisse. Laut dem Schützenbund geht es dem Elternbeirat um die Aufweichung des muttersprachlichen Unterrichts. Pro und Contra fragt, ist der Wunsch nach verstärktem Italienischunterricht wirklich ein herbeigefragtes Ergebnis? Darum geht es heute. Also und im Studio begrüße ich Kurt Rosanelli, den Vorsitzenden des Landesbeirates der Eltern. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, danke für die Einladung. Und Efrem Oberlechner, er ist der Medienreferent des Südtiroler Schützenbundes. Guten Abend. Schönen guten Abend. Was soll an diesem Ergebnis herbeigefragt sein, Herr Oberlechner? Ja, wer beim Ausfüllen des Fragebogens ein bisschen Acht gegeben hat oder ein bisschen mehr aufgepasst hat, dem ist sofort aufgefallen, dass es hier eigentlich hauptsächlich um den Italienischunterricht ging und dass es hier hauptsächlich darum ging, das Italienische und das Deutsche zu vermischen. Und die restlichen Fragen sind eigentlich ein belangloses Beiwerk gewesen. Im Grunde genommen wurde hier eigentlich etwas herbeigeredet und herbeigefragt. Was sagen Sie dazu, Herr Rosanelli? Nein, dem ist nicht so. Es ist nicht das Hauptaugenmerk auf den Italienischunterricht gewesen. Es ist sicher ein Aspekt der Umfrage gewesen, der auch sicher wichtig ist. Warum ist er wichtig? Weil wir seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt sind und da wollte ich jetzt gerade darauf hinkommen. Alles, was in der Umfrage abgefragt wurde, sind eigentlich im Grunde genommen die Themen, die wir immer wieder zur Frage gestellt bekommen, zur Diskussion bekommen und so weiter, sei es in unseren Versammlungen, sei es auch von der Institution Schulamt oder Politik, die, wenn sie neue Gesetze betrachten müssen, da kommen diese Fragen und da kommen genau die Fragen so daher. Und wir wollten einfach mal bei den Eltern nachfragen, wie sie zu diesen Themen stehen. Das schauen wir uns jetzt im Detail an. Eine Kritik des Schützenbundes war, dass es geheißen hat, es stimmt nicht zusammen, das, was gefragt worden ist und das, was dann präsentiert worden ist als Ergebnis. Da gibt es eine Diskrepanz. Wie meinen Sie das? Ja, sagen wir mal so, wenn wir hier einmal die drei Fragen hernehmen, dann sieht man eigentlich, dass die drei ersten Punkte, was Italienisch betrifft, also eigentlich die ersten drei Punkte, einmal betrifft es den Immersionsunterricht, dann den Schüleraustausch, die mehrsprachige Schule und der Rest war eigentlich nur die Beibehaltung der derzeitigen aktuellen Situation. Und hier muss ich schon sagen, dass hier eigentlich eine ganz wichtige Möglichkeit gefehlt hat, einmal auszuwählen, dass die Qualität des Unterrichtes hier und die pädagogische Richtung, dass hier einfach eine Verbesserung stattfindet in den bestehenden Stunden, wie sie derzeit an der Schule vorhanden sind. Was sagen Sie zu dieser fehlenden Möglichkeit, diesem Vorwurf? Also jetzt, wenn man jetzt betrachtet, dass wenn sich Eltern nicht intensiv mit den Vorgehen des LBEs beschäftigen, dann kann dieser Anschein entstehen. Aber die Frage hat eigentlich nicht gefehlt, denn wir gehen nicht her und fragen, möchten Sie, dass die Qualität des Unterrichts verbessert werden wird? Das wäre eine rein rhetorische Frage, die ist eindeutig mit 100% Ja zu beantworten, denke ich mal. Um das geht es nicht. Es geht darum, dass wir immer wieder mit Projekten und Gesetzesvorlagen konfrontiert sind, die eben den Schüleraustausch betreffen, die eben den Unterricht in einer anderen Sprache betreffen oder auch effektiv, und der Immersionsunterricht wäre jetzt nicht, der erste Punkt wäre nicht an Immersionsunterricht gedacht, sondern das war eher die Zusammenlegung der Schulen, wo praktisch
einige Fächer in Deutsch, einige Fächer Italienisch wären. Das ist, steht auch wieder immer wieder zur Debatte. Und das haben wir auch mal als Umfrage mit hineingetan. Alles andere sind nicht Themen, die wir aktuell immer wieder zu bearbeiten hatten. Deswegen haben wir es auch nicht als auf der Frageliste gesetzt. Es ist aber unverständlich, dass Land auf und Land ab eigentlich darüber diskutiert wird, dass der italienische Unterricht nicht zufriedenstellend sei. Und also dann müsste das eigentlich schon ein Punkt sein, denn viele Eltern haben sich an den Südtiroler Schützenbund gewandt und haben gesagt, bitte macht hier etwas. Also hier konnten wir nicht das ankreuzen, was wir eigentlich hätten wollen. Die meisten hätten am liebsten einfach weitergeklickt, aber hier waren zum Beispiel auch Mehrfachnennungen möglich. Hier konnte man zum Beispiel auswählen, möchte man die aktuelle Situation beibehalten und den Immersionsunterricht. Also hier, das steht eigentlich absolut im Gegensatz, nicht? Das Problem ist vielleicht, wenn man zwar mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist oder mit dem Unterricht, dann hatte man nicht die Möglichkeit, noch was anderes zu wählen. Es hätte sein können, bessere Ausbildung der Lehrer. Also eine Zeile freilassen, warum nicht, Herr Rosenberg? Gut, also wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir jetzt abfragen wollten, ob der Unterricht besser gestaltet werden sollte. Das ist für uns ein Fakt, den wir sowieso schon bearbeiten. Wir bedrängen schon bereits Landesrätin Kassler-Tomur, als auch jetzt Philipp Achammer immer wieder mit der Qualität des italienischen Unterrichtes. Ein Versuch einer Maßnahme ist jetzt im Bildungsomnibus gesetzt worden, wo sie eben Lehrer, die nicht ganz die Voraussetzungen haben, aber ansonsten gute Lehrer werden, in einem Programm aufnehmen können, um dort die Qualifikationen nachholen zu lassen und die dann bestätigen zu können und so weiter. Also das Schulamt arbeitet dran, wir sind an diesem Thema dran, aber das war für uns kein Gegenstand, den wir abfragen wollten. Welchen Kritikpunkt gibt's noch von Ihrer Seite? Ja, es gab dann noch mehrere Kritikpunkte an uns. Zum Beispiel am 1. März war Einsendeschluss. Es ist an mich eine Person herangetreten, hat mir einen Stapel dieser Fragebögen mit diesen Codes gebracht und hat gefragt, ob ich nochmal abstimmen möchte. Ich habe mich dann eigentlich verstanden, ja, ich muss ja eigentlich auch noch abstimmen und konnte dann am 8. März, das heißt 7 Tage nachher, noch abstimmen. Also, und da frage ich mich, wenn hier solche Umfrageblätter und Codes frei herumgelegen sind, wie seriös man diese Umfrage da nehmen kann. Hier muss man vielleicht erklären, es war eine Online-Umfrage und hier braucht man, um abstimmen zu können, eben Zugangscodes. Der Vorwurf ist jetzt, diese Codes waren stapelweise auch herum. Das heißt, wir wissen nicht, ob da nur die Eltern abgestimmt haben oder ob da Eltern auch doppelt oder dreifach abgestimmt haben. Was sagen Sie dazu? Das ist jetzt nicht ganz so korrekt so. Also, dass es vielleicht in einigen Schulstellen oder Kindergartenstellen passiert ist, dass es nur so aufgelegen ist, kann sein, das ist sehr ärgerlich, aber das hängt nicht von uns ab. Unsere Absprache mit dem Schulamt war, dass wir über die Landesdruckerei diese Zugangscode für jeden Schüler einen drucken lassen, plus ein paar Prozent, dass beim Austeilen, wenn es nicht ganz genau ausgeht, mit den Klassenaufteilungen und so weiter, dass nicht ein Schüler ohne bleibt. Also da sind ein paar Prozent dazu gedruckt worden. Und die wurden an die Schulen verteilt mit dem Auftrag, an jeden Schüler, an jedes Kindergartenkind einen zu verteilen. Und so war auch die Mitteilung des Schulamtsleiters an die Schulen, an die Kindergärten, dass dann eine Schule entscheidet, wir teilen das nicht aus, wir legen es auf, das liegt nicht mehr in unserer Macht und da können wir auch nichts dagegen tun. Und wie gesagt, es ist ärgerlich, wenn es geschieht, aber diese Kritik muss ich an mir vorbeiziehen lassen, das kann ich nichts dafür. Eben, und genau bei so einem Punkt, wenn man sagt, genau der italienische Unterricht, der ein sehr sensibles Thema eigentlich, das ist ja überhaupt der Artikel 19 mit dieser Umfrage umgangen werden sollte, also das zielte ja geradezu darauf hin, dass der umgangen wird. Und da können wir dann als Südtiroler Schützenbund nicht einverstanden sein. Da muss das dann schon seriöser ablaufen. Da kann man nicht die Eltern mit so einer Umfrage bombardieren, wo der Schwerpunkt genau auf diesen italienischen Unterricht gelegt wurde, weil das sah man dann auch bei der Präsentation, effektiv war bei der Präsentation dann so, dass dieser, also alle anderen Fragen
wurden genannt, aber hauptsächlich bei diesem Punkt Italienisch, da sagt die Bemerkung, der LPE wird sich dafür in Zukunft einsetzen. Aber nur explizit bei diesem Punkt. Auch die Präsentation, 3 Blätter, Italienischunterricht, wie in den Bezirken draußen, wie die Aufteilung war zwischen Land, zwischen größeren Gemeinden, kleineren Gemeinden. Also hier war ganz klar, mit diesen Fragen hätte eigentlich der Landesbeirat selbst die Umfrage ausfüllen können. Also eine Frage der Eltern oder ein Wunsch der Eltern war hier eigentlich nicht gefragt, laut uns. Gut, zunächst nochmal auf den Punkt zuvor zurück, sind Sie einen Stapel von diesen von diesen Blättern bekommen haben. Das Unternehmen, auf das wir uns gestützt haben, hat auch ein statistisches Kontrollprogramm drüber laufen lassen, über die IP-Adressen, von denen aus ausgefüllt wurde. Und es wurde keine Auffälligkeit über einen größeren Haushalt hinaus verzeichnet. Und bei 13.000 Rückmeldungen müsste man schon sehr arg schwindeln, wenn man das schwindeln möchte. Und also wir lassen uns das nicht ankreiden. Wir haben da auf keinen Fall irgendeinen Schwindel weder befürwortet noch begünstigt. Was diese Fragen betrifft, wo der Kollege, der die Präsentation gemacht hat, bei dieser Frage, die Antwort hat diesen Satz dazu gesagt hat, ist, weil es doch ein großes Ergebnis war. Wir wussten zwar, dass eine Mehrheit vermutlich über die Plusoptionen stimmen würde, dass es so viele waren, hat uns dann ein klein wenig überrascht, deshalb vielleicht dieser Beisatz, aber die Präsentation ist ja nicht so, dass sie so zusammengefasst präsentiert wurde. Wir haben eigens den Link mit den Rohdaten veröffentlicht, bereitgestellt, jeder kann reingehen und kann sich die Zusammenstellungen der einzelnen Bezirke darauf stufen und alles nachschauen. Bezüglich IP-Adressen, ich habe erst gestern Abend versucht, also mit der IP-Adresse am Handy einzugeben, wenn ich es abschalte und wieder einschalte, dann habe ich eine neue IP-Adresse. Das heißt, es gibt die statischen und die fixen IP-Adressen, also die kann man wechseln, auch bei der Arbeit. Also das sind jetzt keine Argumente. Wenn jemand wollte, konnte er einen ganzen Stapel ausfüllen. Gehen wir weg vielleicht jetzt von den technischen Details, IP-Adressen und so weiter. Nur eins nochmal, Sie haben gesagt, Sie haben betont, dass der Elternbeirat da dahinter sein wird, das umzusetzen, weil dieses Ergebnis so klar, so groß, so eindeutig war, nicht? 77% sagen, man muss in die Richtung gehen. Aber wie repräsentativ ist denn nun diese Umfrage? Gut, jetzt muss man so sehen, der LB wird dahinter sein. Also wir halten die Umfrage sehr wohl für repräsentativ, denn bei 13.000 Rückmeldungen ist das eine gewichtige Zahl. Auch wenn es Anschein haben möge, bei 60.000 Eltern haben nur 13.000 abgestimmt. Aber wenn es wahr ist, dass in einigen Schulstellen die Stapel nur so gelegen sind, das heißt, viele Eltern den gar nicht bekommen haben. Ich weiß, dass mehrfach einige Schulen das überhaupt nicht bekommen haben. Das weiß ich auch. Es ist ärgerlich. Aber das gehört so ein bisschen unter den Dienstbannen, würde ich das sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt 13.000 Meldungen. Wir haben in der Vergangenheit immer damit arbeiten müssen, dass wir in den Versammlungen, in den verschiedenen Versammlungen, in Landesversammlungen, eventuell in Bezirksversammlungen, in einzelnen Schulen hingehört haben, was die Eltern sagen, das raushören mussten. Und auf diesen Gesichtspunkten haben wir eine Meinung gebildet und die habe ich gegenüber der Politik, gegenüber dem Schulamt immer vertreten. Jetzt habe ich einige Eltern dazu. Repräsentativ möchte ich was sagen. Ich habe mich da am Nachmittag eigens erkundigt beim Fachmann und er hat gesagt, repräsentativ ist das nicht, denn da muss ein Durchschnitt der Bevölkerung ausgewählt werden nach wissenschaftlichen Kriterien und die müssen klar abgefragt werden. Also man kann hier nicht von einer repräsentativen Umfrage sprechen. Aber, das hat man mir auch gesagt, diese 13.000 Nennungen und diese 77% sind wie eine ganz starke, große Unterschriftenaktion. Denn die Menschen, die das angekreuzt haben, die haben gewusst, was sie ankreuzen. Gibt Ihnen das nicht zu denken? Das sind 13.000 Eltern, die sagen, ja, wir möchten entweder Immersion oder mehr Austausch mit den italienischen Schulen oder gar zusammenleben. Na, hier ist genau dieser Punkt, also hier wurden die ersten 3 Nennungen zusammengefasst, obwohl in der 2. Nennung stand mehr Schüleraustausch, Partnerschulen.
Das, ich nehme an, das haben ganz viele angekreuzt, aber das funktioniert genauso derzeit mit den vorhandenen Italienischstunden. Da braucht es keine Erhöhung der Italienischstunden. Aber was hat der Landesbeirat gemacht? Er hat dann in der Präsentation diese drei Fragen zusammengefasst und hat gesagt, diese wollen alle mehr Italienischunterricht. Und das entspricht einfach nicht der Tatsache. Beim Ausfüllen hatte man eine andere Meinung als wie nachher bei der Präsentation. Und im Grunde genommen, wenn man diesen zweiten Punkt ausnimmt, dann sprechen sich weniger als 50% für den Immersionsunterricht und die zweisprachige Schule aus. Was sagen Sie zu dieser Bewertung? Also, dass in Wirklichkeit, dass die Gruppe kleiner sei. Also, da geht es jetzt vielleicht um ein bisschen eine Interpretation auch der Aussage in dem Sinn. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir zwangsläufig mehr Italienisch in der Wochenstunde oder sowas reinbringen wollen. Aber das wir kommt haben, hier zum Vorschein. Ja, die Frage ist klar und deutlich, wollen Sie eine stärkere Berücksichtigung vom italienischen Unterricht? Sei es durch Austausch, sei es durch Techniken, wie eine der möglichen Techniken die Klil-Technik ist und so weiter. Und da haben die Leute geantwortet. Es ist jetzt ja nicht so, dass wir jetzt sofort hergehen und sagen, und jetzt müssen die Unterlehnstunden nach oben geschraubt werden und da muss das passieren und da muss das passieren. Wir, die Klil-Projekte sind am Laufen, Austauschprojekte sind am Laufen und die werden auch gerade auch pilotiert und evaluiert und es kommt immer wieder zu Gesprächsrunden, wo wir gefragt werden, wie steht ihr dazu? Und wir stehen dazu, dass wir sagen, eine Mehrheit der Eltern wünscht diese Projekte, wie intensiv wir die machen und so. Das ist ein anderes Blatt und das kann man noch diskutieren und das, finde ich, ist doch nicht entschieden. Klil-Projekte heißt, dass man, also, dass man teilweise Sachunterricht in der anderen Sprache macht, zumindest stundenweise, teilweise. Was glauben Sie, was geschehen sollte, um die Italienischkenntnisse der Schüler zu verbessern? Ja, man muss einmal dazu sagen, ich habe kürzlich mit einer Professorin gesprochen und die sagte, wenn jemand nicht Mathematik kann, dann ist die Mathematiklehrerin schuld. Wenn jemand nicht Italienisch kann, dann müssen plötzlich mehr Italienischstunden her. Und hier sagen wir einfach, hier muss die Qualität einfach mal verbessert werden. Auch die Lehrpersonen, wenn ich höre, dass an einer Mittelschule in der zweiten Klasse nach 1,5 Jahren ein Schüler 5 verschiedene Italienischlehrer hatte, dann spricht das nicht für Kontinuität. Und wenn dann der Landesbeirat hier wirklich diese Umfrage herredet zu diesem Immersionsunterricht, heißen wir, wie er ist, dann frage ich mich auch, ja, gibt es Studien dazu überhaupt über diesen Immersionsunterricht? Die italienische Schule praktiziert das ja effektiv schon. Ich habe im deutschen Schulamt und im italienischen Schulamt angerufen und dort hat man gesagt, es wurde noch nie ein Ist-Zustand der Sprachkompetenzen der Schüler erhoben. Und auch nicht aufgrund dieser Umfrage, und muss man sagen, bringt das etwas oder nicht? Ich kann nicht einfach einmal eine Umfrage starten, ohne zuerst eine Studie gemacht zu haben. Okay, die Zeit ist abgelaufen. Ganz kurz nur meine Antwort. Bessere Ausbildung der Lehrer, ist es damit getan oder nicht? Ich glaube nicht, dass es mit der Ausbildung der Lehrer getan ist, aber es ist sicher ein wichtiger Punkt, der sicher zu berücksichtigen ist. Die ganze Unterrichtstechnik ist zu verbessern. Da bin ich mit Herrn Oberlechner einer Meinung. Das ist nicht das Thema. Das Thema war nur, wir müssen Antworten geben, wie stehen die Eltern zu Klil? Und das haben wir abgefragt. Nichts mehr und aber auch nicht weniger. Wir bei RAI Südtirol, wir werden auf dieses Thema auch noch eingehen in den nächsten Wochen. Ich bedanke mich bei den Gästen für diese interessante Diskussion. Ja, morgen geht's weiter mit dieser Diskussion im Radio. Da können Sie dann Ihre Meinung sagen. Im Mittagsmagazin Spezial fragen wir Sie, welchen und wie viel Italienisch Unterricht soll es geben. Die grüne Nummer 83 mal die 0 144 77, unter der Sie anrufen können. Einen schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal bei Pro und Contra. Auf Wiedersehen.